Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid heute. Wir wollen für euch eine Weihnachtsgeschichte lebendig werden lassen. Die Geschichte trägt den Titel Wo ist das Christkind geblieben? Sie stammt von Frank McCord und spielt in Irland. Als meine Mutter Angela 6 Jahre alt war, hatte sie Mitleid mit dem Christkind in der Weihnachtskrippe der Friedenskirche, nicht weit von der Schulhausgasse, in der sie damals wohnte. Das Christkind fror doch sicher. Und sie konnte nicht verstehen, dass niemand eine Decke über seinen pummeligen kleinen Körper legte. Es sah zwar ganz zufrieden aus und lächelte zu seiner Mutter auf, der Jungfrau Maria, zum heiligen Josef und zu den 2 Hirten, die kleine Lämpchen mit weichem, warmem Fell in den Armen hielten. Aber selbst wenn es fror, würde das Christkind sich nicht beklagen, denn es hätte natürlich nie und nimmer seiner Mutter auch nur den geringsten Kummer bereitet. Doch die kleine Angela, die ließ sich nichts vormachen. Ihr war auch oft kalt und Hunger hatte sie auch oft, aber sie beklagte sich nie, denn sonst hätte ihre Mutter und ihre Geschwister gleich gesagt, sie solle kein Jammerlappen sein. Kein Jammerlappen zu sein, das war damals ganz wichtig in Irland. Nein, sie musste etwas für das arme kleine Christkind tun und es würde keiner Menschenseele etwas sagen. Ein paar Tage vor Weihnachten versteckte sie sich in der Bank in der Kirche. Sie wartete eine Weile, bis niemand in der Kirche war. Sie hörte nur noch die Stimmen von Leuten, die draußen vorübergingen und das Trapp-Trapp von Pferdehufen auf der Straße. Sie überlegte, ob sie wirklich tun sollte, was sie sich vorgenommen hatte. Aus dem Schulunterricht wusste sie, dass Stehlen eine Sünde ist und dass man dafür bestraft werden konnte. Womöglich wurde man ohne Armbrot ins Bett geschickt. Man wurde ja schon bestraft, wenn man einen Penny aus Mutters Geldbörse nahm. Welche Strafe mochte dann erst darauf stehen, wenn man das Christkind stahl? Bestimmt würde Mutter ihr den Hintern versohlen. Aber daran dachte sie lieber nicht. Sie musste sich um das arme kleine Christkind kümmern, bevor es ganz blau gefroren war. Sie wunderte sich, wie kalt und steif es war. Nicht so weich und warm wie die Babys in der Nachbarschaft. Als sie es aus der Krippe hob, lächelte es sie genauso an wie alle anderen, die Jungfrau Maria, den heiligen Josef. Sie taten ihr alle leid, weil sie das Christkind jetzt nicht mehr anschauen konnten. Aber anscheinend machte ihnen das nichts aus. Und das Wichtigste war ja, dass das Christkind nicht mehr frieren musste. Und das gönnten sie ihm, dem Christkind, ganz bestimmt. Sie musste aufpassen. Niemand durfte sehen, dass sie das Christkind nach Hause trug. Sie lief rasch durch den Mittelgang und hinaus ins Freie. Es war kalt. Und die Leute, die vorbeigingen, hatten anderes im Sinn, als auf ein kleines Mädchen zu achten. Doch dann blieb sie stehen. Wie sollte sie das Christkind ins Haus bringen, ohne dass die anderen alle guckten und sie fragten, wer das war und was sie vorhatte? Sie konnte nicht vorne zur Haustür reingehen. Aber hinter dem Haus führte eine Gasse vorbei. Da konnte sie das Christkind über die Mauer in den Garten bringen. Nein! Die Mauer war zu hoch. Sie konnte zwar schon hinüberklettern, aber nicht mit dem Christkind. Sie sprach mit dem Christkind. Hilf du mir, liebes Christkind, hilfst du mir? Und das Christkind half ihr. Es gab ihr nämlich eine Idee ein. Du kannst mich über die Mauer werfen und mich dann auf der anderen Seite aufheben. Das war aber schwer. Sie warf noch einmal, vergeblich. Erst beim 3. Mal flog das Christkind hinüber. Doch als sie auf die andere Seite der Mauer schaute, erschrak sie. Wo war das Christkind hin? Sie konnte es nirgends entdecken. War es etwa in den Himmel geflogen? Doch dann, da sah es sie. Da lag das Christkind. Erleichtert nahm sie es und ging. Sie schaffte es, unbemerkt in ihr Zimmer zu gehen. Sie legte das Christkind sorgfältig unter ihre Bettdecke, damit es sich dort aufwärmen konnte.
Da erst merkte sie, wie müde sie selbst war, erschöpft von der ganzen Aufregung. Daher legte sie sich auch mit ins Bettchen und schlief kurz darauf selbst ein. Angela? Was machst du denn da? Das ist doch nicht einfach das Christkind aus der Kirche! Angela, schau mich an! Vor Gericht. Dann würde ich für sie vor Gericht gehen. Es tut mir so leid. Ihm war doch nur so kalt. Und es tat mir so leid. Und dann habe ich es mitgenommen. Ich dachte, es darf doch kein Jammerlappen sein. Na ja, gut, das leuchtet mir ein. Das kann nicht sein, dass dem Jesuskind kalt ist, nicht wahr? Dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Aber friert es dort nicht, wenn es jetzt wieder alleine in der Krippe liegt, fragte Angela. Nein, nein, sagte der Pfarrer. Erstens friert es nicht, weil ihr ihm ja so ein schönes Deckchen übergelegt habt. Und zweitens friert es nicht, weil Maria, unsere Mutter, schon dafür sorgt, dass ihm schön warm wird. Bestimmt? Ja, ganz sicher. Und so legten sie das Christkind in die Krippe zurück und dort lächelte es, wie es immer lächelte. Und streckte der Welt seine Ärmchen entgegen.